Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zu Part Nummer 48 mit dem Björn und dem Basti. Servus. Salve. Moin. Ich bin am Start und fahre jetzt zum Fliegel, DPW-Anhänger in der Version 1.0. Und wir werden versuchen, die Ballen zu verladen, automatisch. Weil, weiß ich gar nicht warum, weil ich es lieber mit dem Gerät verladen wollen würde. Aber, ja, keine Ahnung, warum wir das machen. Warum wir das nicht machen eigentlich. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ja. Ja, gute Frage, ne? Du kannst natürlich auch mit dem Frontlader auf den URL-Anhänger verladen. Tja. Der schnappt die sich trotzdem. Boah, es wird so geil mit den Spanngurten. Ich finde gerade den Flügel nicht. Das schaut aber total gut aus. Das ist nicht einfach nur so eine blöde Taste oder so zu drücken. Das schaut dann echt gut aus. Also, das haben wir vor Jahren oder so schon mal gewitzelt. Geil wäre es mit Spanngurten. Warum auch immer, die jetzt erst reinkommen, aber total geil das reinkommen. Vor allem, die sollen sich ja dynamisch anpassen. Ja, da sind sie. Wir haben da einen Test gesehen, da waren, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, waren, ich glaube, zwei Quaderballen und drauf Rundballen und das hat sich ja nachher angepasst. Also das hat schon gut gepasst insgesamt. Ich suche gerade diesen Anhänger. Wo wird der stehen? So, die andere Wiese auch gleich. Gerne, Betten, ja. Und Schwaden. Gerne. Achso, die erste, ja. Ja, wie find den Flügel nicht? Wo er immer oder wer immer den irgendwo abgestellt hat. Ich kann. Ich habe den letztes Mal gesehen, wo ich noch dabei oben war. Da am Schweinehof. Waren wir doch. Muss irgendwo sein. Aber wo? Aber wo? Ist zwar super cool, dass er das angezeigt wird. Aber super nervig, wenn du es dann trotzdem nicht findest. Ja, sag einmal erst. Haben wir den da irgendwo versenkt? Das kann aber nicht sein, hey. Weil. Ich komme halt schon wieder nicht zum Tiere züchten, das ist unglaublich. Der muss irgendwo ganz oben. Ja, ich weiß. In der Theorie weiß es, wo er steht. Pension BGA Blick kann man da kaufen, geil. Ja, aber recht für Optionen gibt es ja da nicht mehr. Mensch. Ah, da herinnen steht er. Natürlich. Passt. Ah, da hat, glaube ich, letztens irgendwer einen Schaß baut, sagen wir es mal so. Na passt, na, Hauptsache ich habe ihn. Muss ich nur vorher abladen. Wir hätten aber da schon einige Ballen, aber die werden wir nicht mehr wirklich brauchen. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich am meisten freue, aber ich glaube auf Messi Ferguson. Die haben so geil ausgeschaut. Aber die Fanta, es hat insgesamt mit Messi, Ferguson und Fant extrem lässiges Bild, was man da hat. Oh, was ist da jetzt? Ah, wird da grafisch angezeigt, wo du die Ballen abladen kannst? Ja. Boah, da habt ihr aber nicht gespart mit den Funktionen. Einzige Problem, was ich jetzt hab, das ist so behindert, wieso schaltet ihr das immer aus? Automatische Hilfe schaltet ihr bei mir immer aus. Das ist dumm. Egal, hab schon wieder. So, Abladeseite. Und ich tue jetzt abladen. Boah, der funktioniert aber gut in der Version. Björn, da habt ihr aber keine. Da habt ihr aber hier aufgetischt. Ich weiß jetzt nur noch, wie ich von Hof runterkomme. Also, wir haben letztens einen anderen probiert, der war weitaus schlechter. Oder in dem Fall hat er nicht gut passt. Er hier auf der Stappenbach. Ich hoffe, dass ich da durchkomme. Aber der funktioniert schon sehr gut. Ich krieg die Zapfwelle nicht dran von dem Wender, vom Wender. Ja, die glaube ich ist automatisch dran, wenn du da kuppelst. Also ich hab's vorher gehabt, lustigerweise. Ich hab aber vorher nur
Das ist total behindert. Jetzt ist es automatisch dran. Ich weiß nicht, deswegen, ich möchte gerne dieses Skript wieder runden haben. Taugt mir nicht 100%. Aber ja, ich muss da jetzt reinfahren. Oder ich kann da links fahren. Ah ja, da geht's auch. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Vor allen Dingen, irgendwas hätte man nur extrem taugt. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin dann nach dem Release gespannt, was da so kommt. Mittlerweile gibt es ja schon bei Catalan Crops die Abstimmung, wie die Karte heißen soll. Oh, da habe ich noch gar nichts von mitgekriegt. Ist nur auf der Facebook-Seite gekommen. Das soll in einer deutschen Region spielen. Und die User dürfen Namen vorschlagen oder so. Ich. Hagenstedt wäre ganz geil. Na Spaß. Pasti? Du hast einen Satz mit ich begonnen. Ich? Möchtest du einen Buchstaben kaufen? Was? Nee. Sicher. Ja? Doch. Okay, dann nicht. Wenn ich ein bisschen verwirrt bin, aber eigentlich nichts. Da hat der Björn einen Satz mit ich begonnen. Eigentlich nicht, aber ich könnte was zum URL erzählen. Zu wem? URL, also zu der neuen Version von dem Ballensammler. Ja, es kann das sein, dass der Ballensammler diese automatische Hilfe jedes Mal deaktiviert? Eigentlich nicht. Okay, dann habe ich jetzt einen Fehler entdeckt. Sollte eigentlich nicht. Okay, dann habe ich einen Fehler entdeckt. Oder ich weiß nicht, woher das kommt. Jawohl. Da werden die Ballen geladen. Was ist URL? URL heißt Universal Autoload. Okay, das ist für Sony Pictures, der kleine, die Tochterfirma oder was? Genau so ungefähr. Okay. Ja, das ist ja unser Ballenskript und die V2 ist halt mit diesen Variablen Aufbauten kompatibel. Ah. Das heißt, man kann dann einen Anhänger haben, der hat verschiedene Ladekapazitäten und einen Aufbau dann für eben diese Ballengeschichten. Okay. Und das, wobei mir die Festplatte jetzt abgeschmiert ist, war die Funktion, dass du auch noch einen zweiten Stapel beim Abladen oben drauf packen kannst. Ah. Aber hast du vielleicht zufällig schon? Wirst eigentlich nicht. Oder im Internet gibt es aber, glaube ich, schon Videos zur neuen SDK für Giants. Ja, ich hab's leider noch nicht, weil ich ja eben nicht zur FarmCon konnte. Ja. Ansonsten hätte ich es mir gerne mal angeguckt. Aber ich glaube, es gibt Videos darüber. Ja, muss ich mal gucken. Ja, ich hab schon mal eine Mail vorbereitet, die muss ich nur noch abschicken an Giants. Bezüglich? Ja, ob ich vielleicht nicht auch eine Version kriegen kann. Okay. Ich weiß gar nicht, wie tragisch das ist, weil ich habe sie auf Stick, aber ich möchte es jetzt natürlich nicht so weiter teilen, aber wenn ich dir den Stick schicke, ich brauche das persönlich gar nicht. Weißt du, wie man? Selbst wenn ich sage, schauen wir das an, aber selbst wenn ich mir das anschaue, kann ich genau original genau sagen, ja, es schaut geil aus, aber keine Ahnung. Das ist halt, ich glaube aber, also ich weiß, dass das möglich ist, dass man dort wirklich eine E-Mail hinschickt, schreibst das vielleicht noch auf die richtige E-Mail-Adresse, die gebe ich da halt später. Und dann sollte das kein Problem sein, weil meine Freunde im Modding-Bereich habe ich teilweise, die auch leider nicht kommen konnten, auch schon vermittelt. Natürlich Modder, also jetzt nicht da jetzt irgendwelche Leute, die da dazu überhaupt keinen Bezug haben, natürlich Modder, weil es geht ja, das war ja das große Thema eigentlich, der FarmCon, da geht es ja nicht um das, dass wir YouTuber geile Videos und uns selber da jetzt irgendwie 100 Millionen Klicks weiter auf den Kanal hauen, sondern war wirklich Modding und die wollen damit erreichen natürlich, dass zum LS17 dann dementsprechend viele Mods kommen. Deswegen verstehe ich den Vorwurf überhaupt nicht, den finde ich eigentlich extremst schade, dass man nur die Mods nimmt, vom Modder reinhaut und dann als LS17 verkauft. Nee, das stimmt ja aber auch so gar nicht. Ja, ist halt leicht gesagt. Weil, ja,
die wissen gar nicht, viele wussten gar nicht und ich selber habe es auch nicht gewusst, es gibt einen Teamspeak-Call mit Giants als Modder. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dass du im Teamspeak sitzt, mit denen redest und das besprichst und so weiter. Und natürlich sitzen da die Modder mit im Boot. Ist ja nicht so, dass jetzt Giants sagt, hey, wisst ihr was, diesen Kaufen und na, diesen Feldauftragsmod oder diesen Meet-Mod, den nehmen wir jetzt für B-Modding. Scheißegal, die Jungs, wird schon nicht stören und so weiter. Die sitzen da mit im Boot, sage ich mal. Mhm. Und es wird ja abgesprochen. Ich finde es total dumm, dass man das sagt. Außerdem muss man schon ganz ehrlicherweise sagen, würde jetzt Giants herkommen und sagen, hey Kaun, du bist Österreicher, wir wollen dich nicht. Da muss ich auch 5000 Videos mindestens löschen von dem Kanal. Das gilt alles nur, solange Giants das quasi erlaubt. Und Modden ist nichts anderes. Sie wären natürlich dumm, wenn sie beides weghaben wollen würden. Machen sie ja nie. Genau. Aber es wäre ja dumm. Und vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit der Community beinhaltet ja auch die zusammen. Ich mache gerade irgendwie gar nichts, weil ich wollte gerade einen tiefen Schluck von meiner Lidl Mineralwasserflasche nehmen. Deswegen ja, setzen wir da jetzt rein. Nehme ich nochmal einen großen Schluck von meinem Inkop-Kaffee. Apropos Wasser. Tamara, ich hoffe, das Video schaut er nie. Hat mir absolut hässliches Wasser gegeben zum Trinken. Der hat mir immer so ein stilles Wasser gegeben. Ich weiß nicht, was für eine Quelle. Ich müsste lügen. Ich habe nur eine Flasche ungeöffnet im Auto liegen. Kannst du nicht trinken, wirklich. Ich glaube, der weiß gar nicht, wie geil das Lidl-Mineralwasser ist. Und alle Getränke dort leider Gottes sehr, sehr teuer. Ich meine, die Firma dort oder die Kehrmühle selber, das hat mit den Preisen mit Giants nichts zu tun. Die wollen auch was verdienen und so. Ja. Und auf die Nacht, auf der Hotelbar, oder sie, der Mare ist nochmal runtergegangen mit dem Guten und ich habe gesagt, ja, nimm mir ein Wasser mit, bitte. Kostet ein Wasser wieder 2 Euro. Und er nimmt mir wieder ein stilles Wasser mit. Oh, das war schon, das, da hat er mir schon wehgetan. Naja, deswegen gibt nichts Besseres als Lidl Mineralwasser. Aber nächstes Mal muss ich mal, wenn ich wieder mal die Farm kann, ist, muss ich mal Lidl Mineralwasser mitnehmen. Kommst du nicht unterwegs irgendwo an dem Lidl vorbei? Doch, aber nicht am Samstag. Auf der Autobahn. Ah ja, das ist natürlich... Außerdem war das um 3 in der Früh. Achso, Samstag theoretisch schon natürlich, aber nicht auf der Autobahn um 3 Uhr in der Früh. Ebo ist so nee, geil, das habe ich leider nicht aufgenommen. Ich bin um 2:30 aufgestanden, habe am Vortag natürlich schon alles gepackt und ins Auto verfrachtet. Ich bin wirklich nur aufstehen müssen und habe ins Auto setzen müssen und nur meine Umhängetasche. Und das war es dann. Und Punkt... 2:59 Uhr sitze ich im Auto, sag noch, ja, Freunde, wir fahren jetzt los oder ich fahre jetzt los und zwischendurch mache ein paar Videos und so weiter. Und dann um circa 14 Uhr lösche ich aus Versehen alle meine Videos. Bis zu dem Zeitpunkt. Das war ärgerlich. Deswegen habe mein erster Tag so begonnen, indem ich gesagt habe, dass ich alles gelöscht habe. Aber ja. Aber die Fahrt war super. Also das hat mir schon gut gefallen. War ruhig. Kein Stau. Hast du keine Staus gehabt? Gar nichts, nein, nur immer auf der Gegenseite. Das war ganz lustig. Immer nur auf der anderen Seite, beim Hinfahren und beim Heimfahren. Nur beim Heimfahren sind wir, ich glaube, 10 Kilometer abseits der Autobahn gefahren, weil ich glaube, da wären wir in den Stau gekommen. Aber sonst perfekt gegangen. Das hat mich sehr gefreut, weil ich habe echt die Befürchtung gehabt, dass wir da Vollgas in den Stau reinkommen, 11 Kilometer im Stau stehen. Und das hätte ich gerne vermieden oder habe in dem Fall auch vermieden, indem ich da neben der Autobahn gefahren bin. Hat sich aber gelohnt, aber ich würde trotzdem, also das muss ich schon ehrlich sagen, so eine Farm kann für unter Anführungszeichen normale Zuschauer würde es nicht empfehlen, weiß ich nicht. Es wird vielleicht größer oder lohnenswerter, indem man vielleicht wirklich die YouTuber trifft, keine Ahnung. Das wirklich der große Anreiz ist, aber es ist für die Infos, die man da kriegt und so weiter, haben sie schon sehr krass aufs Modding orientiert. Also das war für mich schon sehr trockene Materie und ich habe mir nicht jeden Vortrag angeschaut. Also dieses Precision Farming. Precision Farming. Ja. Mich hat ja sowieso so gewundert, dass sie so viele Infos zum LS17 überhaupt rausgehauen haben schon. Ich weiß gar nicht, ob das geplant war. Stimmweise ist mir so vorgekommen, als was überhaupt nicht negativ ist, aber es hätte eigentlich gar nicht mehr sollen oder so.
Ja, heute haben wir oder die Zuschauer gesagt, ah, sag uns das noch kurz. Mit Zug, genau, mit Zug am Schluss. Irgendeine Frage war bezüglich den Zug und dann haben wir sich den Zug noch angeschaut. Und das ist ja wirklich gespaßig. Du kannst dort diesen Lastenkran bewegen, der über den Zug ist. Du kannst dort diese Waggons beladen, du kannst dort die Waggons anhängen und du kannst in der Innenperspektive das rauf und runter fahren. Das hat überhaupt nichts mit Train Simulator zu tun. Das ist einfach nur eine lustige Transportmöglichkeit am Anfang. Kostenlose eigentlich, weil du brauchst nur aktivieren oder deaktivieren in den Optionen. Wie wir haben 30 Sekunden Überlänge. Wahnsinn, ich werde narrisch. Okay, und deswegen sehen wir uns dann im nächsten. Haben wir jetzt 48 war das? Gibt's nicht. Dann haben wir mich verrät. Das kann nicht 48 gewesen sein. Ah, ich muss nachher nochmal genau schauen, dass wir nicht Part 50 übersehen. Gut, Freunde, dann bis zum nächsten Part. Tschüss. Ciao. Boom.